Hat das System denn noch Eisen? Ja, ein bisschen was, aber so wirklich viel auch nicht. Und ich habe immer noch das nicht ersetzt. Oh, du bist auch bald alle. Ja, wir müssen unbedingt die ersetzen. Also für die nächsten Folgen bessere Furnace bauen. Dafür brauchen wir nur grüne Chips. Und das, ihr seht ja, wie lange das dauert im Spielercrafting. Ich habe immer noch die Roboter in Auftrag, also nicht mehr die Roboter, sondern nur die Flying Frames im Auftrag, die ich vor 2-3 Minuten angeworfen habe. Das ist krass. Achso, ja, du komisches Experiment kannst weg. So. Und Stack Size ist erforscht. Könnten wir gleich nochmal erforschen und das kostet gar nicht so viel mehr. Klingt verlockend. Effektivitätsmodule. Verringern den Energieverbrauch von Maschinen. Das könnte auch praktisch sein später. Elektrische Furnace. Wobei, die haben eine Crafting Speed, die identisch ist. Das heißt, solange wir genug Öl abbauen und genug Fuel Blocks herstellen, wäre es eigentlich sogar besser, wenn wir die Dinger hier benutzen und nicht die elektrischen, weil die verbrauchen keinen Strom. Die verbrauchen nur Fuel Blocks. Ja. Oh, Bleiplatten. Da wird es schon interessanter. Mining Drill. Also ich kann das schwer einschätzen, weil das die ganzen neuen Ditec-Sachen sind, aber es sieht nicht so teuer aus. Okay, der Frame ist wieder teuer. Das heißt, ein Electric Mining Drill MK2 kostet schon mal mindestens doppelt so viel wie der alte, weil der MK2 halt einen MK1 braucht. Hat einen Mining Speed von 1,25. Was? Warum sehe ich hier nicht den Electric Mining Drill MK1? Okay, 1,25. 0,5. Achso, weil es gar nicht MK1 ist, sondern MK0. Wo ist denn MK1? Du komisches Ding. Macht er gleich so einen Riesensprung? Ja, der macht einen Sprung von 0,5 auf 1,25. Das hätte ich sehr gerne, kostet aber 200 Science Packs. Da werden wir doch garantiert wieder ein Straucheln kommen bei Rot und Grün hier. Sieh doch jetzt schon kommen. Brech erstmal bitte die Kisten ab. Ich brauche unbedingt gleich die Roboter. Ich habe meine Quote nicht erfüllt. Letzte Folge sind keine Roboter geflogen. Aber ich hatte gesagt 5 bis 10 pro Folge, ne? Das heißt, wenn ich diese Folge 10 Stück fertigstelle, dann habe ich die Quote auch erfüllt. War das so ähnlich? Da sind sie. 10 Stück. Du brauchst die Capacitors dafür. Warum hast du die jetzt? Ne. Bau die 2 Frames. Ich wollte mir die Capacitors hier abholen. Da muss ich sie nicht selber herstellen. So, jetzt ist alles im Auftrag. Und ich glaube, die da ging recht flott zu bauen. Im Gegensatz zu denen da. Also sollte ich die auch automatisieren. Aber wenn ich die automatisiere, dann haben wir gleich so einen Ressourcendrain. Das ist nicht mehr schön. Ne, es geht eigentlich. Weg mit dir. Es geht eigentlich mit den Tränken. Mach mal die Forschung an. Was haben wir noch so? Solarenergie. Glaube ich nicht, nee. Wir sind zwar öko. Ich weiß nicht. Wir benutzen die ganze Zeit die MK1-Boiler und Engines. Das wird nicht ewig halten. Und irgendwann steigen wir auf MK2 um. Die machen dann vielleicht noch mehr Smog. Frühzeitig auf Solar gehen. Aber wir brauchen so dermaßen viele von denen. Und jeder von denen braucht hier, ne? Seht ihr ja. Stahl ist schon mal doof. 15 Green Chips ist schon mal sehr doof. Die machen fast gar nichts. 60 Kilowatt. Ne. Hier, bessere Boiler. Man sieht leider kein Smog-Dingens. Keine Smog-Anzeige. Könnte meine 50 Bleiplatten und blaue Chips, ja nee.
Charakter, Logistik-Slots, nee. Bauroboter. Oh, die Storage-Chest haben wir noch gar nicht, ne? Durch die anderen bekommen, nee. Die Storage-Chest bekommen wir echt nur durch die Bauroboter. Oh, die Roboter sind fertig. Fleet. Können wir noch mehr bauen? Nein. So, und die sind auch alle ausgelastet? Ja. Ja, also die zwei Fabriken alleine haben schon so viel Arbeit gebracht für unsere Roboterschaft, dass sie wieder nicht hinterherkommen. Aber okay. Ich sollte forschen, Tränke sind fast voll. Also forsch bitte. Das wäre auch wichtig. Das wäre noch viel wichtiger. Ich kann mich nicht entscheiden. Nimm die Rüstung, ja. Ja, komm, nimm die Rüstung. Damit wir wenigstens ein bisschen mehr aushalten. Na, und ich wollte die Dinge eigentlich abreißen und hier neu aufbauen. Aber na gut, das ist nicht wirklich wichtig. Das ist nur eine optische Sache. Ob die jetzt hier stehen oder da stehen, macht keinen Unterschied, solange wir nur mit Grün und Rot arbeiten. Achso, ja. Und Quote erfüllt, ne? Roboter geflogen. 10 Stück. Gut, gut. Fuelblocks wieder abliefern. Ihr schaut soweit alle gut aus. Na, du schaust nicht so gut aus. Eventuell schauen deine Kameraden da hinten dann auch nicht so gut aus. Sollte ich auch mal prüfen. Ja. Also wir haben definitiv Plus. Aber mal ebenso alle neu auffüllen ist halt nicht. Wie schaut es bei euch aus? Resin kommt schon wieder rein, ja. Ja, aber, nee, ich will mich gerade nicht so wirklich um euch kümmern, weil wir brauchen euch gar nicht. Also die Bäume brauchen wir ja, aber die Bäume werden gleich abgeholzt. Das heißt, ich mach mal so. Und setze hier den Handwald weiter. Tum, tum, tum. Können wir da eine Logistikkiste ranmachen später? Ja, später auf jeden Fall, aber jetzt erstmal nicht. Wie schaut Strom eigentlich aus? Gut. Wollte ich aber auch noch weiter ausbauen, ne? Ja. Zu viel, zu viel. Tränke schauen gut aus. Wir brauchen rote Engines. Dafür brauchten wir grüne Chips. Die sich immer noch nicht abzeichnen, dass sie sich in irgendeiner Form stauen könnten. Aber hey, die Ressourcen sehen gut aus. Ja, die schauen sogar sehr gut aus. Oh, wir brauchen schnelle Ärmchen hier bei den Drahtmaschinen und so weiter. Das geht sonst gar nicht. Bitte blaue Ärmchen, 5 Stück. Oh, warte mal. Gib mal die blauen Ärmchen und beschränk verdammt nochmal diese Kiste. Diese Kiste. Und allgemein beschränkt mehr Kisten. Weil das ist sonst ein riesiger Ressourcensink. Ich hatte dich schon beschränkt. Dich beschränken auch mal. So. Aus dir würde ich ganz gerne eine Provider-Chest machen. Haben wir da gerade die Ressourcen über? Ja, mach mal. Davon zwei, davon zwei. Ist beschränkt. Du beschränken. Das kommt mal mit und tun wir von Hand rein. Hier hast ein Stack Draht. Du. Hier hast ein Stack Draht. So, du tust da rein. Warum tust du da alles rein? Stopp. Gib mal alles. Tust du ein Stack davon da rein, ein Stack davon. Kein Ärmchen mehr hier dran. Gut. Dann wollte ich dich eigentlich beim Draht haben. Beim Rausgang vom Draht und beim Reinlegen von den Chips und beim Rauslegen von den Chips. Hier haben wir das ja schon. Ja.
sonst... Woher weiß er, dass er da Eisen reinlegen soll? Das ist sehr komisch. Macht dir mal einen Requester Chest raus. Und sagt, würde ich gerne Eisenplatten. 100 Stück. Achso, und Steinzahn wieder. Und dann dürfen die Kiste halt hier beschränken, sonst passen die Steinzahn wieder nicht mehr rein. Da. So, ist ja eine Requester Chest, die können wir ruhig unbeschränkt lassen. Das hier sollten wir beschränken. Aus offensichtlichen Gründen. Das war schon mal sehr viel Eisen, das da verballert wurde. Und die Ärmchen werden gar nicht abgeholt. Okay. Nehme ich mal ein paar mit. Sage ich nicht nein zu. So, so. Grüne Chips. Hey, hey, hey. 15 grüne Chips waren über. Warum nimmst du jetzt schon wieder keinen Kupfer? Oh, ich... Ja, nee. Das habt ihr euch jetzt selber zuzuschreiben, Roboter. Ich wollte euch entlasten. Mit diesem komischen Knick hier, aber es hat nicht geklappt. Jetzt müsst ihr mehr fliegen. Du hättest gerne Kupferplatten. 200 Stück. Viel Spaß, Roboter. Und ich hole jetzt... Mist. Gib mir die da. Keine Ruhe. Da sind noch nur 29. Sehr gut. So, 63 Stück habe ich jetzt. Ich muss jetzt nämlich unbedingt ganz flott neue rote Engines herstellen lassen. Damit wir nächste Folge auch wieder Roboter bauen können. Aber es nimmt langsam Form an. Das ist gut. So, du hast 16 davon schon mal auf Vorrat. Du bräuchtest eigentlich mehr. Stell ihm mal bitte ein paar Rohre her. So. Und du, wie viel brauchst du pro Ding? 2 Chips. Das heißt, wenn ich jetzt da 32 reinschmeiße, kriegen wir 16 raus. Okay, wo kommst du da? Und die Armor könnte jetzt hergestellt werden. Braucht allerdings das Blei. Das riskiere ich jetzt, glaube ich, mal. Ich gehe jetzt mal los und suche Blei mit meiner momentanen Picke, mit einer Stahlpicke. Das sollte eigentlich hinhauen. Und baue dann diese Rüstung hier. Und währenddessen erforscht du bitte das hier, damit wir eine Storage Chest bauen können, wo wir alles einlagern, was ich so habe. Okay, wie könnte Blei aussehen? Wie das da oben zum Beispiel. Problem war nur bisher, dass die Metalle recht ähnlich aussahen. Also weiß, grau, hellgrau, dunkelgrau und so Zeug auf der Minimap. Das ist ein wenig irritierend. So, hier haben wir Stein. Davor müsste es wieder Silber sein, oder? Nee, Eisen. Ein kleines Eisenfeld. Bald wird meine Roboter mir diesen Wald wegholzen. Aber erst, wenn wir das mit dem Smog geregelt bekommen. Weil wenn der Wald hier instant weg wäre, hätten wir, glaube ich, auch ein Smog-Problem. Wo hier ist was? Stein. Okay, das hinten sieht auch wie Stein aus. Das Problem ist, sieht alles aus wie Stein. Guck mal, das da ist so bräunlich, ne? Das ist Stein. Das da sieht bläulich aus. Aus Weisen. Ist das da ein Einfeldeisenfeld? Guck mal das mal an. Geh nach Osten. Da. Hier bei dem See war irgendwo ein Feld hinter dem See, dem größeren. Okay, es sind 2 Felder Eisenfeld. Da ist was Komisches. Da sind Kristalle gewesen, glaube ich. Und Kobalt müsste das dunkelblaue sein. So. Ich freue mich auf die modulare Rüstung. Dann könnte ich vielleicht schon den ersten Lauf-Upgrade da reinballern. Also es hat kaum Platz, das erste Ding. Aber es könnte reichen für sowas. Also ein paar Solarzellen, so ein Laufbein-Ding, dann ist gut. So, da unten haben wir Tinten.
Nehme ich auch mal mit. Wie viel ist da drin? 989. Ich glaube, ich hatte davon schon mal was abgebaut. Auch so 10, 15 Stück. Aber schaden wird's nicht. Dann laufe ich von hier aus weiter und versuche noch ein paar Sachen so zu kommen. Mining Power 4, Mining Power 4. Damage 8 Physical. Ich kann damit zuhauen? Damage 12. Mal 4 plus 0,4. Ja, okay. Also eine Schrotflinte macht immer noch viel mehr Schaden als eine Picke. Aber dass man im Notfall damit zuhauen kann, finde ich schon mal recht krass. Vor allem, wer weiß, was die anderen Materialien später machen. Also Kristall und Ardite, nein. LED, da, sehr gut. Das dazu. Mach das da mal weg. So, wie viel ist da drin? 693. Das heißt, ich habe jetzt die Wahl. Entweder haue ich da jetzt 50 Mal drauf. Was so eine gute Minute dauern könnte. Oder ich mache ein Stromkabel hier runter. So, weil wir werden eh noch mehr Blei brauchen für andere Sachen. Also ich mache ein Stromkabel hier runter und setze dann Mining Drill hin. Wobei, das produziert wieder Smog und könnte die da anziehen. Na gut, Construction Posten fertig. Ich warte jetzt erstmal kurz ab. Denn ich würde ganz gerne überprüfen, wie gut mein Vorrat ist an grünen und roten Tränken. Aber ich denke, den Rest von dem Bleiabbau hier mache ich gleich in der nächsten Folge. Also bis dann.